Der damalige Steuerabteilungsleiter in Hamburg wird vorzeitig in den Ruhestand geschickt, nachdem Olaf Scholz in Berlin Finanzminister geworden war. Ende 2020 zahlt die Bank endlich die geforderten Millionen aus den Cum-Ex-Geschäften an den Fiskus zurück, plus Zinsen. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Zuschauer, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bereits in der letzten Wahlperiode, als ich Vorsitzender des Untersuchungsausschusses Wirecard sein durfte, der von November 2020 bis Juni 2021 in 32 Sitzungen 110 Personen vernahm und entsprechend befragte, war das Fazit: Bei diesem Fall handelt es sich nicht nur um ein kriminelles System zur Bereicherung Einzelner, sondern auch auf Staatsversagen und um Staatsversagen auf allen Ebenen, meine Damen und Herren. Und da war eben auch dieser Herr Scholz und Herr Tonka, ich sehe ihn da, da waren Sie noch sehr eifrig. Das muss ich jetzt auf der Regierungsbank so ein bisschen vermissen. Auch dort, und es gibt Bücher dazu, empfehle ich auch den Zuschauern und Zuschauern, damit sie einfach wissen, welche Person dieser Kanzler ist. Die Akte Scholz, und die ist lang. Die fängt an bei G20, geht über seine Verstrickungen bei Wirecard und sein Nichtwissen und setzt sich bis zum heutigen Tag fort, meine Damen und Herren. Bereits fünfmal war bis dato über Cum-Ex-Thematik beraten worden oder der Kanzler befragt. Wir können uns alle noch erinnern, Herr Zimmermann ist wahrscheinlich schon wieder als Last Line of Defense hier. Bereits im März 2021 wurde der Bundeskanzler in einer Sitzung des Finanzausschusses geladen. Damals konnte er sich immerhin, verehrte Zuschauer, auf hartnäckiges Nachfragen an ein Treffen mit dem damaligen Vorstandsvorsitzenden der Warburg Bank, Herrn Olearius, erinnern. Später, im Juli, räumte er ein, er könne sich an drei Treffen erinnern. Auch das ist alles amtlich hier in den Protokollen festgehalten, um dann im Hamburger Untersuchungsausschuss im September, also mal gerade drei Monate später, sich an keines dieser Treffen zu erinnern, meine Damen und Herren. Über die Glaubwürdigkeit eines solchen Kanzlers machen Sie sich bitte selbst Ihre Gedanken. Herr Bundeskanzler, Sie sind nicht hier. Sie sind für das Amt des Kanzlers schon in der Vorbildrolle und Ihrer Eigenschaft ungeeignet, meine Damen und Herren. Und viele internationale Beobachter, die nach den Vernehmungen mit mir sprachen, dass dieser Mann überhaupt noch Finanzminister zum damaligen Zeitpunkt sein konnte, ist ein Unding. Dass er aber Kanzlerkandidat und dann Kanzler wurde, das schlägt dem Fass den Boden auf, meine Damen und Herren. Dieser Mann, da können Sie jetzt schreien, wie Sie wollen, dieser Mann ist eine Schande für den Rechtsstaat. Und die Beweislage, meine Damen und Herren, die wir hier sehen, die ist schon erschütternd, wenn wir dann noch über die Staatsanwaltschaft in Hamburg sprechen. Gerhard Strater, ein namhafter Strafrechtler, hat gegen Herrn Olearius und diesen Kanzler Strafanzeige gestellt. Und was haben die Hamburger Untersuchungsbehörden, die Staatsanwaltschaft gemacht? Gar nichts. Er ist dann nach NRW gegangen, und immerhin dort hat die Staatsanwaltschaft gegen Herrn Olearius ein Verfahren eingeleitet. Da lobe ich mir schon die Vereinigten Staaten, über die Sie immer so schimpfen. Da genießt kein Amtsinhaber oder Ex-Präsident entsprechend irgendwelche Privilegien. Das sagt auch einiges über unsere Staatsanwaltschaft und vielleicht auch die Unabhängigkeit des Verfassungsschutzes aus. Ironie off, meine Damen und Herren. Insgesamt zeigt das Verhalten aller Beteiligten, wie notwendig es ist, dass die AfD bald die Amtsgeschäfte in diesem Lande führt. Denn der rot-grüne Filz in Hamburg, meine Damen und Herren, und Fritz Günzler, dass Sie hier lachen, Sie haben ja selbst gesagt, zu Cum-Ex brauchen wir eigentlich gar nichts mehr. Das haben Sie in mehreren Debatten gesagt, und heute sind doch viele der Meinung, dass wir hier entsprechend verhandeln sollten. Aber als wenn das, liebe Bürgerinnen und Bürger, nicht genug wäre, verschwinden, auch das muss man sich mal vorstellen, in einem Rechtsstaat, zwei Laptops in Hamburg aus einem Tresor, den die Staatsanwaltschaft Köln zur Verfügung gestellt hat. Auf denen sollen sich 700.000 Mails befunden haben. Und ich glaube, da wären wahrscheinlich dann die Mails dabei gewesen, die dann endlich den Kanzler und die SPD zur Rechtsstaatlichkeit zurückgebracht hätten, dass dieser Kanzler zurücktritt.
ein Stabsleiter immerhin. Da muss man sich fragen, Ihr Untersuchungsausschussvorsitzender, Herr Petersen, was hat der da eigentlich zu sagen? Ein Stabsleiter Ihres Arbeitskreises, natürlich auch SPD, entscheidet dort, dass diese Laptops wohl vorübergehend verschwinden, meine Damen und Herren. Ich glaube, das macht in aller Deutlichkeit allen klar, warum hier in Berlin ein Untersuchungsausschuss zur Thematik Cum-Ex und Warburg-Bank stattfinden will. Ihr Untersuchungsausschuss in Hamburg besitzt weder die Fähigkeit, noch den Willen, noch die richtigen Personen, diesen Skandal, der die Menschen hier in diesem Lande zutiefst in ihrem Rechtsbewusstsein erschüttert, aufzuklären, meine Damen und Herren. Da brauchen Sie ja nicht bla 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 zu sagen. Das ist Ihre Meinung über das Volk da draußen, meine Damen und Herren. Das ist die SPD von heute. Bla bla bla. Es geht ja auch nur um 47 Millionen Euro, die hier entsprechend erst mal niedergeschlagen worden sind und erst auf Intervention aus Berlin hin dann doch eingefordert worden sind, meine Damen und Herren. Alles in allem bleibt es dabei. Meine Fraktion erwartet, dass hier ein Untersuchungsausschuss stattfindet. Ich hoffe, auch hier erteilt das Verfassungsgericht Nachhilfe. Es wäre aber besser, Herr Kollege, kommen Sie bitte zum Schluss und tritt endlich zurück. Vielen Dank. Wir sind in einer Aktuellen Stunde. Da beträgt die Redezeit konstant fünf Minuten. Und ich weise darauf hin, dass ich nur noch ein einziges Mal mahnen werde und das Mikrofon abschalte. Das steht in der Geschäftsordnung. Unabhängig davon muss ich zwei sitzungsleitende Bemerkungen machen. Zunächst liegen mir für die laufende namentliche Abstimmung mehrere Erklärungen nach § 31 der Geschäftsordnung vor. Und ich muss darauf hinweisen, dass der Bundeskanzler entschuldigt ist wegen des anhaltenden Besuchs des türkischen Staatspräsidenten, nur damit da hier keine Unklarheiten aufkommen. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Jens Zimmermann, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, wir haben eben ganz eindeutig gesehen, welch Geisteskind die Damen und Herren hier drüben sind, die Staatsanwaltschaften, die Justiz in unserem Land verächtlich machen, dem Verfassungsschutz, das kann man ja noch ein bisschen, wo sind Sie denn eigentlich alle hin, die den Verfassungsschutz verächtlich machen und demokratische Wahlen infrage stellen. Das ist das, was Sie machen. Das ist das, was Sie mit unserem Land vorhaben. Gut, dass Sie das hier mal so unter Beweis gestellt haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der Bundeskanzler betont ja gerne, er löse Probleme bereits, bevor andere sie überhaupt nur erkennen. Hanseatische Bodenständigkeit sieht leider anders aus. Dabei ist es Olaf Scholz und seine Ampel, die Probleme erst schaffen. In dieser Sitzungswoche ist der Ampel der Nachtragshaushalt um die Ohren geflogen, dreifach verfassungswidrig. Vorher hatte das Bundesverfassungsgericht schon die Ampel beim Heizungsgesetz ausgebremst. Und ich sage Ihnen voraus, auch die Aufklärungsverweigerung der Ampel in Sachen Steueraffäre Scholz-Warburg ist verfassungswidrig. Die Ampel bricht die Verfassung beim Haushalt, beim Verfahren, beim Minderheitenrecht. Und damit lassen wir sie nicht durchkommen. Um die Steueraffäre Scholz-Warburg zu verstehen, müssen wir einen Blick nach Hamburg werfen, auf das Jahr 2016. Es sind bessere Zeiten, Vorfreude auf den G20-Gipfel, der HSV noch erstklassig, die Elbphilharmonie kurz vor der Fertigstellung, vor der Einweihung. Bei einigen Bankern war die Stimmung allerdings schon getrübt, weil nämlich ihre krummen Geschäfte aufgeflogen sind. Jene Cum-Ex-Geschäfte, bei denen sich Kriminelle nur einmal gezahlte Kapitalertragssteuern zweimal erstatten ließen. Bei den Geschäften machten sie sich den Staat zur Beute. Der Schaden geht in die Milliarden. Im Fokus der Ermittler steht auch der Eigentümer der Warburg Bank, Christian Olearius. Als alles danach aussieht, dass seine Bank hunderte Millionen erbeutetes Steuergeld an den Staat zurückzahlen muss, zieht der Banker seinen letzten Trumpf. Er wird im Hamburger Rathaus vorstellig, nicht bei irgendwem. Der erste Bürgermeister Olaf Scholz persönlich hat ein offenes Ohr für die Sorgen des Bankers. Respekt für dich. Mindestens dreimal sprechen Scholz und Olearius persönlich in den beiden Jahren miteinander. Dass gegen den Banker Ermittlungen laufen, Verdacht auf schwere Steuerhinterziehung, das hält Scholz davon nicht ab. Im Gegenteil, Scholz wird selbst aktiv, greift zum Hörer, gibt dem Banker sogar Tipps. Die Gespräche zahlen sich offenbar aus. Am Ende will das von Scholz regierte Hamburg auf die kriminell erlangten Millionen verzichten. Erst als 2017 das CDU-geführte Bundesfinanzministerium per Weisung Hamburg zwingt,
die Verjährung zu verhindern? Werden überhaupt Gelder für die Steuerzahler gesichert? Heute will sich der Bundeskanzler an all diese Vorgänge nicht mehr erinnern. Und ich verstehe jeden, der dem Bundeskanzler diesen angeblichen Gedächtnisverlust nicht abnimmt. Kürzlich hat das Finanzgericht Hamburg eine Klage der Warburg Bank abgewiesen. Das ist eine gute Nachricht, denn die Bank bekommt das Geld nicht zurück. Völlig verrückt ist allerdings, dass nun eine Handvoll Sozialdemokraten, auch der Kollege Zimmermann gerade, allen Ernstes versuchen, das Urteil als Entlastung für Olaf Scholz zu verkaufen. Das ist der blanke Hohn, in etwa so, als würde sich der Brandstifter hinstellen und über die rechtzeitigen Löscharbeiten der Feuerwehr freuen. Denn im Scholz geführten Hamburg ging man, als die Entscheidung zum Verzicht fiel, von einer endgültigen Verjährung der Gelder aus. Die Warburg Bank hätte die kriminell erlangten Gelder endgültig behalten dürfen. Dass das Geld später dennoch zurückgefordert werden konnte, das machte erst eine Gesetzesänderung Jahre später überhaupt möglich. So sehr sich der Bundeskanzler auch einen Schlussstrich unter die Steueraffäre herbeisehnt, die Fragen werden mit jedem Tag mehr. Anstatt zur Aufklärung beizutragen, lautet das Motto des Bundeskanzlers und der Sozialdemokraten: Transparenz mit allen Mitteln verhindern, notfalls sogar erneut die Verfassung brechen, um die parlamentarische Aufklärung zu verhindern. Was hat der Kanzler eigentlich zu verbergen? Und es kommt immer mehr ans Licht. Anfang des Monats berichtete der Stern, dass im Hamburger Untersuchungsausschuss zwei Laptops mit mehr als 700.000 E-Mails verschwunden waren, darunter auch die Postfächer enger Scholz-Vertrauter, die die Staatsanwaltschaft sichergestellt hat, übrigens im Rahmen ihrer Ermittlungen unter anderem gegen den ehemaligen SPD-Chefhaushälter im Bundestag. Später stellte sich heraus, dass der SPD-Leiter des Arbeitsstabs die Geräte aus dem speziell für solche Beweismittel vorgesehenen Sicherheitsraum entfernt hatte. Was ist mit den Mails passiert? Hinzu kommt, bereits Anfang Oktober wurde ein Vermerk der Staatsanwaltschaft bekannt, in dem unter anderem von, Zitat, Ungereimtheiten in den Aussagen von Olaf Scholz die Rede ist. Die Tagebucheinträge von Olearius, heißt es darin, Zitat, können für eine aktive Einflussnahme durch Olaf Scholz sprechen. Das gilt es aufzuklären. Wir werden als Union nicht locker lassen, die Steueraffäre Scholz-Warburg lückenlos aufzuklären. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen der demokratischen Fraktion. Ich rede ja auch gerne über sinnvolle Digitalisierung. Ich werde jetzt aber nicht. Manchmal bin ich froh, dass die Haare so kurz sind, dann können sie wenigstens nicht zu Berge stehen. Ich rede gerne über sinnvolle Digitalisierung. Ich werde jetzt aber nicht 5 Minuten über Laptops sprechen. Wir stehen heute hier, weil die AfD eine Aktuelle Stunde unter dem Namen Cum-Ex Konsequenzen für den Kanzler eingereicht hat. Wenn wir für jedes fragwürdig finanzierte Plakat der AfD Werbeplakate jeweils einen Cum-Ex-Fall aufgeklärt hätten, dann würden wir heute am Freitagnachmittag wohl anders, den Freitagnachmittag wohl anders verbringen. Sind doch alleine bis zum Sommer 2022 über 500.000 € Strafgelder durch die Bundestagsverwaltung zurückgefordert worden. Stattdessen also Cum-Ex. Rufen wir uns hierzu vielleicht noch einmal die Faktenlage in Erinnerung. Denn der Untersuchungsausschuss des Bundestages zu dem Thema wurde Anfang 2016 auf Drängen der Grünen und der Linken eingesetzt, um solche Steuerdelikte lückenlos aufzuklären, die den Staat um Einnahmen in Milliardenhöhe prellen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Verstrickungen im Fall Cum-Ex wären nicht kleiner. Und mittlerweile wären ja nicht in dem Zusammenhang nur die Sozialdemokraten genannt, sondern Sie jetzt auch, sehr geehrte Frau Kollegin Grützmacher, auch Sie von den Grünen. Immerhin war es Ihr oder ist es Ihr grüner Justizminister in Nordrhein-Westfalen, der vorhatte, die ermittelnde Staatsanwältin zu entmachten. Erst nachdem das intransparente Verfahren in die Öffentlichkeit gelangt war und es einen großen Aufschrei gegeben hat, hat der Justizminister eingelenkt. Den Aufschrei gab es aber nicht nur, wie es immer so behauptet wird, nur bei investigativen Journalisten, sondern auch bei vielen Menschen, die bei diesem Skandal irgendwann auch wirklich mal die Nase voll haben. Wo war denn eigentlich, liebe Grünen, auch Ihr Aufschrei bei diesem Sachverhalt? Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie Sie hier aus der Opposition heraus gegen Scholz und die Warburg Bank regelrecht gepoltert haben. Kaum lässt Sie Herr Scholz aber am Regierungsplatz teilnehmen, sind Sie relativ still, manche sagen mucksmäuschenstill. Wie war es denn mit Ihrer jetzigen Familienministerin Paus? Ich zitiere mal. In Sonntagsreden gibt Scholz gerne einen aufrichtigen Sozialdemokraten. Hinter den Kulissen ist er der Genosse der Banker. Sie hat
ihn gar im Finanzausschuss der Lüge bezichtigt. Das war mutig, wirklich mutig. Respekt. Und nun? Nun hat sie, glaube ich, auch eine Amnesie bzw. Vorstufen möglicherweise, denn im Hamburger Untersuchungsausschuss, wo sie geladen war, hat sie, oh Schreck, auch ihre Erinnerung verloren. Meine Damen und Herren, die Grünen, bitte öffnen Sie sich. Ansonsten sind Sie auf dem Weg, einen Totalausfall zumindest in dieser Hinsicht zu wehren. Meine Damen und Herren, jetzt vor kurzem die nächste Schlagzeile eben schon genannt. Zwei Laptops, über 700.000 von der Staatsanwaltschaft sichergestellte E-Mails in den Tresoren des Hamburger Untersuchungsausschusses verschwunden. Darunter die Aufklärung so wichtiger Postfächer von Herrn Scholz und natürlich auch von seiner Büroleitung. Das ist doch mal echt eine Überraschung, oder? Das ist doch mal echt eine Überraschung. Na ja, ich werde jetzt mal aus Zeitgründen das nicht weiter vertiefen, aber ich denke mir meinen Teil. Liebe Kolleginnen und Kollegen, damit komme ich auch zu Ihnen, meine Damen und Herren der Ampel und zu Ihnen, meine Damen und Herren der SPD. Ich bin neu hier in diesem Parlament, aber was ich hier in den letzten Monaten bei diesem Thema bei Ihnen an Trickserei erlebt habe, das hat wirklich meine kühnsten Erwartungen übertroffen. Und ich will Sie einfach noch mal daran erinnern, Sie sind hier frei gewählte Abgeordnete dieses Deutschen Bundestages und nicht die politischen Bodyguards dieses Kanzlers. Das will ich Ihnen sehr deutlich sagen. Immerhin, meine Damen und Herren, diese Woche wurde die Klage der Warburg Bank abgewiesen, die in dreister Weise die Steuern, die sie erst hinterzogen, dann zurückgezahlt haben und jetzt wieder haben wollten. Es ist so, als wenn der Bankräuber zur Polizei geht und seine Beute einklagt. Das ist völlig absurd. Aber noch absurder wurde die Inszenierung meines ehemaligen Finanzsenatorkollegen Andreas Dressel. Das Urteil, ich zitiere, bestätigt vollumfänglich die Rechtsauffassung der Hamburger Steuerverwaltung. Die Steuerverwaltung habe den Schaden vom Steuerzahler abgewendet, erklärte er stolz. Und sehr geehrter Herr Kollege Zimmermann, jetzt spielt sich auch noch die Hamburger SPD als ein Saubermann-Kommando auf. Denn die Realität ist nämlich eine ganz andere gewesen. Die Steuerverwaltung hat eben nicht diese Position vertreten von vornherein. Im Gegenteil, 2016 hat das zuständige Finanzamt für Großunternehmen noch ausdrücklich auf 47 Millionen Euro Rückzahlung für das Jahr 2009 verzichtet. Meine Damen und Herren, das war, was die zuständige Finanzbeamtin mit den Worten feierte, der teuflische Plan ist aufgegangen. Erst als das Bundesfinanzministerium und der Deutsche Bundestag hier Druck gemacht haben, kam endlich Bewegung in diese Sache. Meine Damen und Herren, Herr Präsident, ich komme zum Schluss. Meine Damen und Herren der Ampel, vor allen Dingen Grünen und SPD, hören Sie auf, den Menschen hier Sand in die Augen zu streuen und öffnen Sie sich endlich einer vollständigen Aufklärung, denn dieser Skandal muss wirklich lückenlos ausgeklärt werden. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen, liebe Bürger, Olaf Scholz, unser Schutzpatron aller zielgerichtet Vergesslichen, ist wohl der Kanzler mit den engsten Skandalverstrickungen in der Geschichte der Bundesrepublik. Wir erinnern uns, es gab da mal ein Unternehmen Wirecard im Verantwortungsbereich des Finanzministers Scholz. Ein Riesenskandal durch mangelnde Finanzaufsicht. Bei der BaFin mussten Chef und Vizechefin gehen. Sein Staatssekretär aber blieb unangetastet. In der guten alten Zeit der Bonner Republik dagegen sind Minister wegen Einkaufschips zurückgetreten. Ein Skandal aber allein genügt Olaf Scholz nicht. Er hat ja noch Cum-Ex und neuerdings auch Verfassungsbrüche in Reserve. Mit Cum-Ex konnte man Steuern sparen und das doppelt und mehrfach. Insgesamt entstand ein Schaden von fast 36 Milliarden Euro am deutschen Volk. Das war zwar illegal, aber es hat jahrelang funktioniert. Als Cum-Ex endlich aufflog, was hat Herr Scholz als erster Bürgermeister gemacht? Statt Anzeige zu erstatten, hat er sich mit einem Verantwortlichen der illegalen Deals getroffen, Herrn Olearius von der Warburg Bank, und er hat darüber nachweislich gelogen. Nach diesem Treffen entscheidet dann die Finanzverwaltung Hamburg entgegen der Rechtslage im November 2016, 46 Millionen Euro Steuern von der Warburg Bank nicht zurückzufordern. Chronologisch geht es weiter. Ein Jahr später musste ein Finanzminister, nämlich von der Union, Wolfgang Schäuble, dafür sorgen, dass die Stadt Hamburg nicht erneut auf 46 Millionen Euro verzichtet.
Der damalige Steuerabteilungsleiter in Hamburg wird vorzeitig in den Ruhestand geschickt, nachdem Olaf Scholz in Berlin Finanzminister geworden war. Ende 2020 zahlt die Bank endlich die geforderten Millionen aus den Cum-Ex-Geschäften an den Fiskus zurück, plus Zinsen. Die Hamburger SPD ist tief verstrickt. Mindestens 4 Spenden der Warburg Bank oder Tochterfirmen gehen allein im Jahr 2017 an die Hamburger SPD. Später werden 215.000 Euro in bar in einem Schließfach vom SPD-Genossen Johannes Kahrs gefunden. Nichts hat mit nichts zu tun. Seit Oktober 2020 gehen endlich Untersuchungsausschüsse der Cum-Ex-Affäre nach, zunächst in Hamburg, dann in Berlin. Die Staatsanwaltschaften ermitteln wegen des Verdachtes der Begünstigung gegen mehrere Personen. Den Ermittlern fällt dabei im April 2021 auf, dass es E-Mails gibt, die auf Überlegungen zum Löschen von Daten schließen. Im Raum steht der Verdacht, dass Informationen in dem Kalender von Olaf Scholz aus seiner Zeit als Hamburger Bürgermeister fehlen oder sogar gelöscht wurden. Der Ex-Bundestagsabgeordnete Fabio De Masi konnte dies später im August 2023 sogar beweisen. Im April 2023 beantragt die Union im Bundestag, also hier, einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Eine Abstimmung im Plenum wird durch ganz schäbige Verfahrenstricks verhindert, denn wahrscheinlich wären die nötigen 25% ganz sicher zustande gekommen. Im Juli 2023 versetzt sich der leitende Kölner Oberstaatsanwalt Joachim Roth. Er versetzt sich selber, quasi selber in den Ruhestand, um einer Entlassung zuvorzukommen. Waren seine Ermittlungen etwa zu gut? 4 Monate später, im November 2023, ist dieser Mann plötzlich tot. Ebenfalls im November 2023 lernen die Laptops laufen. Steffen Jenicke, Chefermittler der SPD. Dieser Mann ist durch die Sicherheitsüberprüfung des Verfassungsschutzes Hamburgs gefallen. Trotzdem wird er durch die Hamburger SPD zum Chefermittler gemacht. Dieser Mann bringt Beweislaptops in seine Gewalt und schafft mutmaßlich Beweise beiseite. Wohlgemerkt aus einem Tresor heraus. Um es mit den Worten von Olaf Scholz zu sagen, ziemlich genau vor einem Jahr an dieser Stelle, er selber wird diese Worte ja schon wieder vergessen haben, wer glaubt, dass Olaf Scholz mit all dem nichts zu tun hat, der glaubt auch an sprechende weiße Kaninchen. Willkommen bei Alice im Wunderland. Willkommen im Wunderland der SPD, wo die Realität auf dem Kopf steht. Herr Scholz, was wird Ihr Vermächtnis sein? Sie führen eine Koalition der Verfassungsbrüche an. Sie lügen nachweislich. Sie sind in illegale Machenschaften involviert. Und Sie haben das Vertrauen der Bürger verloren. Treten Sie zurück. Herr Gott, noch mal, was muss denn noch passieren, damit Sie endlich Verantwortung übernehmen? Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Fraktion, sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, eins vorweg. Ich finde, wenn man hier über Verfassungsorgane spricht, und auch der Chef einer Regierung, der Bundesregierung, ist ein Verfassungsorgan, und hier wirklich Vokabeln benutzt wie Lügner und Schande für Deutschland, dann ist das eines Parlaments nicht würdig. Sie sind hier die Schande in diesem Parlament, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und in Ermangelung eigener Themen hat die AfD nichts Besseres zu tun, als zum Schluss einer Plenarwoche und einer Aktuellen Stunde eine alte Kamelle aufzutischen. Sie bemüht sich anhand von Schlagzeilen, die sie irgendwo findet, Stoff für Aktuelle Stunden zu finden. Ich empfehle Ihnen, lesen Sie einfach mal die Artikel bis zum Schluss. Dann hätten Sie lesen können, dass da gar nichts dran ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dann hätten Sie Ihnen und uns jede Menge Zeit erspart. Es geht also mal wieder um das Thema Cum-Ex. Erste Bemerkung. Angeblich soll es besonders skandalös sein, wenn etliche 100.000 E-Mails gespeichert werden und auf entsprechenden Lesemedien, in diesem Falle Laptops, zur Verfügung gestellt werden. Wenn diese Lesemedien dann vorübergehend nicht gefunden werden, wittert die AfD einen Skandal. Die E-Mails, um die es hier geht, die sind abgespeichert, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich betone das nochmals, sie sind vorhanden. Man kann die vorhandenen E-Mails auch wieder abrufen.
abrufen. Es ist also nicht so, dass in irgendeiner Form Unterlagen oder Ähnliches in Hamburg an die Seite geschafft wurden, wie Sie hier behaupten, weil den Obleuten ja bekannt war, dass diese Laptops jetzt an anderer Stelle verwahrt wurden. Und das ist sogar mitgeteilt worden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Kurzum, an dem Thema angeblich verschwundener Laptops ist gar nichts dran. Sie skandalieren hier etwas, was heiße Luft ist. Zweite Bemerkung, meine sehr verehrten Damen und Herren, in diesem Zusammenhang. Wir müssen jetzt zum wiederholten Male uns mit AfD-Anträgen befassen, für die der Bundestag überhaupt nicht zuständig ist. Schlicht und ergreifend nicht zuständig. Der Deutsche Bundestag ist nicht zuständig dafür, Institutionen in einem Bundesland zu kontrollieren. Und es geht im Deutschen Bundestag auch nicht zu Fragen, zu Organisationsprozessen in einem Bundesland zu untersuchen. Wenn wir uns als Bundestag Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, allerdings mal mit Vorgängen in anderen Bundesländern beschäftigen möchten, dann wäre es vielleicht ja mal sinnvoll, dass wir uns über ein paar Skandale hier unterhalten in anderen Bundesländern. Das wäre ungefähr so, als wenn wir jetzt hier uns im Deutschen Bundestag damit beschäftigen, dass sich ein Abgeordneter in Bayern, im Bayerischen Landtag, vor seiner Konstituierung der Verhaftung wegen Volksverhetzung entzieht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist ein Skandal. Oder schauen wir nach Niedersachsen, wir könnten auch das Bundesland nehmen, wo ein ehemaliger Abgeordneter der AfD behauptet, dass die AfD Plätze auf ihrer Landesliste versteigert hat. Mehr Geld, bessere Plätze. Toller Skandal, meine sehr verehrten Damen und Herren. Da können wir ja mal drüber sprechen. Oder, meine sehr verehrten Damen und Herren, wie wäre es, wenn wir uns hier im Bundestag mal damit beschäftigen, dass die Landes-AfD in Sachsen-Anhalt und in Thüringen, wie vom zuständigen Verfassungsschutz eingestuft, erwiesen rechtsextrem ist, meine Damen und Herren. Oder dass sie bereits in 8 Bundesländern als Verdachtsfall eingeordnet und beobachtet werden. Um es mit dem Verwaltungsgericht Wiesbaden zu sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren, die AfD bewegt sich außerhalb geschützter Meinungsfreiheit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die AfD macht zum Ende des Tages mal wieder viel heiße Luft, ohne dass irgendetwas Neues dahinter steckt. Deshalb sage ich jetzt noch mal für alle, die den Sachverhalt ja schon sehr lange kennen, Olaf Scholz hat mit Cum-Ex nichts zu tun. Er muss erst recht keine Konsequenzen daraus ziehen. Die Steuerbetrügereien wurden bis 2011 durchgeführt. Bis 2011. Da war Olaf Scholz weder erster Bürgermeister noch Bundeskanzler in diesem Lande. Im Gegenteil, Olaf Scholz war der Bundesfinanzminister, der dafür gesorgt hat, dass Cum-Ex-Gestaltungen und Steuerhinterziehung in diesem Zusammenhang verfolgt werden und nicht mehr möglich sind. Und ohne Olaf Scholz würde es auch nicht ab Anfang nächsten Jahres eine globale Mindeststeuer geben, sodass auch die Gestaltungsmöglichkeiten zu Ende sind. Und noch eine Bemerkung zum Schluss. Dem Staat ist kein Schaden entstanden. Ersparen Sie zukünftig diesem Haus solche aktuellen Stunden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es trifft auf meine wirkliche innere Freude, dass am Freitagabend um 18.25 Uhr noch so viel Stimmung im Plenarsaal ist. Aber wir sollten vielleicht doch zu den normalen Usancen übergehen, dass der Redner redet und die Zwischenrufe sich auf wenige Zwischenrufe beschränken. Ansonsten haben wir ein Sammelsurium von Geräuschkulissen, die wir nicht mehr identifizieren können. Ja, also ich will niemandem das Wort abschneiden und will auch dazu beitragen, dass durch Zwischenrufe die Debatte lebhafter wird. Aber es muss so sein, dass das noch verständlich wird. Also nicht nur wir haben hier Probleme, sondern auch die Schriftführer haben Probleme, die Zwischenrufe noch zu erfassen. Wenn es eine reine Geräuschkulisse ist, macht es keinen Sinn mehr. So. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, man könnte sagen, immer wieder was Neues in Sachen Cum-Ex, Warburg-Bank, Olaf Scholz. Und es geschehen schon Dinge, die man sich jedenfalls ich nicht so vorstellen konnte, dass diese passieren. Herr Kollege Görke hat ja darauf hingewiesen, die Medien und nicht die, die, wie habe ich heute gelernt, nicht unbedingt als Vorfeldorganisation der CDU gelten würden, sprechen ja schon von dem Watergate an der Alster und ich glaube nicht ganz unzurecht. Was ist passiert? 2 Laptops sind verschwunden.
Aber Herr Kollege Dr. Zimmermann, Sie sind nicht aus einem Leseraum verschwunden, sondern aus einem Tresor verschwunden. Und liebe Frau Kollegin Heiligenstadt, diese auch ohne, dass es abgestimmt worden ist. Und die Obleute, die sich dann diese Mails angucken wollten, die Laptops, mussten feststellen, dass die Laptops nicht mehr da sind, weil gar nicht mitgeteilt worden sind, dass sie entnommen worden sind. Alles nach dem Motto, die Laptops sind nicht weg, aber sind halt woanders. Geschieht das hier bei der SPD. Und was befindet sich auf diesen Laptops? 731.000 Mails. Postfächer von Olaf Scholz, Peter Schenscher, der Büroleiterin von Olaf Scholz und anderen hochrangigen Beamten, übrigens alles Sozialdemokraten. Um was geht es? Um Beweismittel der Staatsanwaltschaft Köln in einem Verfahren gegen wen? Zwei SPD-Politiker. Ich glaube, der ganze Warburg-Skandal ist nicht nur ein Skandal des Kanzlers, es ist ein Skandal der SPD. Er legt einen SPD-Sumpf offen, meine Damen und Herren. Und von daher erklärt sich auch, warum Sie hier so vorgehen, wie Sie vorgehen. Der Untersuchungsausschuss in Hamburg verspricht sich von diesen Mails, von der Analyse, dass nun endlich mal rauskommt, was denn eigentlich passiert ist, als Herr Scholz und Herr Olearius sich getroffen haben zu einem Zeitpunkt, als es schon Ermittlungen gegen die Warburg Bank gab. Hat der erste Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg nichts anderes zu tun, als sich mit dem Chef der Warburg Bank zu unterhalten und mir noch inhaltliche Hinweise zu geben, an den Telefonhörer zu greifen. Und dann wird es schon schwierig, wenn man dann davon spricht, es gab keinen politischen Einfluss. Und das muss eben aufgeklärt werden. Es geht hier nicht alleine darum, ob ein Schaden im materiellen Dinge Sinne entstanden ist, sondern ein Schaden dem Staat gegenüber, eine Vertrauenskrise gefördert worden ist, weil der erste Bürgermeister so gehandelt hat, wie er anscheinend gehandelt hat. Und das muss aufgeklärt werden. Und wenn jetzt dieses Urteil des Finanzgerichts Hamburg zum Freifahrtschein erklärt wurde, ich möchte erst mal feststellen, damals wollte man zurückfordern. So war das die Finanzverwaltung Hamburg. Dann gab es das Telefonat und dann gab es Treffen mit Herrn Olearius. Und auf einmal kam ein anderer Bescheid, es wurde nicht zurückgefordert. Und damals in dem Wissen, dass es verjähren würde, dass es jetzt nicht verjährt ist, liegt daran, dass wir hier im Deutschen Bundestag ein Gesetz in der Großen Koalition geändert haben, gegen den Willen des Bundesfinanzministers. Wir mussten viel Überzeugungsarbeit leisten, dass das gelingt, weil er auch damals noch weiter schützen wollte. Und, meine Damen und Herren, es ist ja schon interessant. Ich habe ja von den Sozialdemokraten gesprochen. Sie müssen mal sehen, es wird von dem Leiter des Arbeitsstabs des PUR in Hamburg gesprochen. Der Mann, der mal eben die Laptops zur Seite gelegt hat, was ist der? Überraschenderweise SPD-Mitglied. Und interessanterweise hat der Verfassungsschutz Hamburg ihn überprüft und er noch nicht mal die Sicherheitsüberprüfung aufgrund seiner Russland-Connection bestanden. Und dieser Mann wird mit Mehrheit in der Hamburger Bürgerschaft zu dem Leiter dieses Arbeitsstabs zum Sonderermittler ernannt. Ist der nächste Skandal in dieser Angelegenheit. Wir können eigentlich nur davon reden, tricksen, täuschen, tarnen, vertuschen und vergessen ist das Motto der Sozialdemokratie, um Olaf Scholz zu schützen. Ich will gar nicht erwähnen, dass er in der Sitzung des Finanzausschusses im Juli 2020 nur an ein Gespräch erinnern konnte. Interessanter wusste er dabei noch, dass man über viele Dinge gesprochen hat. Er wusste noch zu berichten, dass das, was im Tagebuch steht, ungefähr das Richtige ist. Dann wurde er darauf hingewiesen, dass es drei Gespräche gab. Und in dem Moment setzte die Amnesie ein. Er konnte sich auf einmal an gar nichts mehr erinnern und sagte dann, nö, weiß ich nicht mehr. Und das erhöht nicht unbedingt die Glaubwürdigkeit im Keimstrafverfahren und auch nicht in diesem Verfahren gegenüber dem Kanzler. Und Sie werden uns jetzt immer vorwerfen, ja, die Opposition und so weiter. Ich will nur mal zitieren, die jetzige Familienministerin Lisa Paus hat damals gesagt, es ist klar, Olaf Scholz hat etwas zu verbergen. Olaf Scholz hat den Bundestag über seine Treffen mit der Warburg Bank belogen. Das sind die Worte der Familienministerin Paus. Herr Giegold, der Staatssekretär, hat dasselbe gesagt. Es wird immer klarer, dass Sie in diesem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss nicht die gesamte Wahrheit gesagt haben. Und Herr Staatssekretär Tonka sagt auch, Olearius ist für Scholz eine tickende Zeitbombe. Und ich sage Ihnen, diese wird auch explodieren. Herzlichen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Aktuelle Stunde ist damit beendet. Wir sind am Schluss unserer heutigen Tagesordnung. Ich wünsche Ihnen noch einen ereignisreichen Abend, untereinander vielleicht. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und eine schöne sitzungsfreie Zeit. Kommen Sie gut nach Hause auf jeden Fall. Ich rufe die nächste Sitzung.